Hey Leute, willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sind jetzt hier in einem Labor gelandet. Diese Ort war also die ganze Zeit hier. Erbaut für Leute, die nie kamen. Warum denn nicht? Nachdem wir hier die Brutstätte ausgehoben haben. Er hat es sabotiert. Das war alles nicht so geplant. Was ist das hier? Das sollten die Schlafquartiere für das Schaltstellenpersonal. Das sollte ein Zugriffspunkt auf fortgeschrittene Trainingsmodule über Terraforming-Prozesse sein. Leider wurden diese Module gelöscht, als die Apollo-Datenbank zerstört wurde. Echt schade. Gut, die quatschen sich noch eins. Wir haben ja die Gaia neu gestartet und sind dann hier in diesem Labor gelandet, wo ich mir jetzt gerade mal ein bisschen umsehe. Sieht wie ein Büro aus. Ob es da noch irgendwas gibt? In der Anlage waren einige private Büros vorgesehen. Es muss schön sein, einen Raum ganz für sich zu haben. Gut, ganz für sich ist gut. Da sitzen sicher 3, 4 Leute drin. Ich scanne das mal hier. Naja, hier gibt's nichts. Das soll also ein Labor sein. Das war der eigentliche Zweck. Einige der Maschinendaten, die du aus der Werkstatt unten hast, scheinen beschädigt zu sein. Das Terminal in diesem Raum zeigt dir, wie man sie repariert und die Überbrückung abschließt. Ich schau's mir an. Gut, ich kann jetzt hier ein Terminal Flughorn überbrücker. Ah, das haben wir ja nur kurz gesehen, dass wir da was überbrücken können. Eine Beschaffungsmaschine, die den Boden pflügt, bevor sie Dünger und Samen verteilt. Ist das nicht das, was die Göttin nennen da draußen? Sie hinterlässt eine Spur von schnell wachsenden Pflanzen. Überbrückung verfügbar. Stelle diese Überbrückung her und schaltet damit die Fähigkeit frei, diese Maschine in der Wildnis zu überbrücken. Ach, das kostet auch noch was. Okay. Gut, dann mache ich hier mal eine Aufgabe draus. Ich brauche für die Überbrückung wohl noch Daten von Maschinenteilen. Meine Initialisierung ist abgeschlossen. Du kannst weiter die Anlage erkunden, Aloy. Wenn du fertig bist, kehre in den Kontrollraum zurück. Wir haben viel zu besprechen. Werde ich wieder voll getextet hier. Jetzt gucke ich mal. Ich habe ja eine Aufgabe erstellt. Achso, ich sehe gar nichts. Sehe ich da irgendwie was? Nee. Sehe ich noch nichts. Also ich brauche irgendwelche Flughornteile. Wahrscheinlich muss ich dann wieder hier zurück. Oh Gott, wie finde ich denn da wieder hin? Naja. Werden wir dann schon sehen. Achso, ich hatte aber doch eigentlich zwei Tiere zum Freischalten, oder? Das hier. Und noch irgendeins, dachte ich. Mein Gott, kann ich hier viel freischalten. Okay. Gut, das ist jetzt anders wie beim ersten Teil, weil da hat man die Überbrückung ja sofort bekommen, wenn man die Brutstätte abgeschlossen hat. Aber ich glaube, wir können hier gar nicht mehr viel angucken, oder? Na, vielleicht findet sich ja hier noch irgendwie was. Ein cooles Rüstungsset wäre ja nice. Oh, hier unten war ich schon mal. Hier bin ich in die Anlage gekommen. Okay. Wenn wir hier schon mal waren, brauche ich mich hier auch nicht umsehen. So. Okay, ich glaube, ich gehe aber jetzt zur Gaia zurück. Hier kommt man sowieso Gaia? Nicht. Gaia? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur, die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Gut. Was ist das hier? Ein Bett? Sind das irgendwelche Kojen hier? Haben die hier gepennt oder was? Gottes Willen.
Was für ein angeranztes Ding. So, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Wo muss ich hier hin? So, nee, hier komme ich nicht raus. Hier komme ich hier. Ist irgendwie ein Fahrzeug. Fahrzeugschacht, ein Fahrstuhlschacht. Okay, vielleicht wird es Zeit, mit Gaia zu sprechen. Dann mal nur zu. Gut, dann reden wir nochmal mit ihr. Dann würde ich aber gerne mal wieder nach draußen. Gibt es ja auch noch viel zu tun. Sprich mit Gaia, gut. Hallo, Aloy. Hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja, aber erst habe ich zwei große. Genau, wir fragen mal nach den Unterfunktionen, weil ich bin mir nicht sicher, ob Minerva jetzt da schon drin ist oder ob wir da noch was suchen müssen. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Ach, da wird die ganze Welt aufgezeichnet, wo hier was sein könnte. Von Apollo, Artemis und Eleuthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Hab ich's mir doch gedacht, dass wir da noch irgendwelche Unterfunktionen suchen müssen hier. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet, was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also Äther, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihre Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Masterüberbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Ja, nichts leichter als das, nämlich ein USB-Stick. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Okay, achso, nach den Fremden können wir jetzt auch mal fragen, die da plötzlich aufgetaucht sind. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat ein Fokus aufgezeichnet. Ja, und wer sind die jetzt? Weiß die Gaia wahrscheinlich auch nicht, oder?
Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Wie stammt nicht von der Erde? Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Ist dieses Raumschiff vielleicht gar nicht zerstört worden, was wir da eine ganz so am Anfang irgendwo... dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch. Okay, also was ist so weit weg und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Na, genau, doch. Sirius? Da wollte Farzineth, sein Schiff. Die Odyssee. Ja, da wollte es hin. Es explodierte. Außer... Warum sollten sie das vortäuschen? Ja, es ist doch nicht zerstört worden, das Schiff. Genau, meine Güte. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten, soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Farzineth? Ja, davon gehe ich aus. Boah, Gottes Willen. Ich frage nochmal zu der Unterfunktion hier. Da bin ich jetzt sicher morgen noch da, bis ich das alles bequatscht habe. Ich frag mal was zur Biosphäre. Wie sieht es mit der Biosphäre aus? Funktioniert das Terraforming-System überhaupt? Eigentlich hat das Terraforming-System niemals aufgehört zu funktionieren. Allerdings gibt es seit der Zerstörung meiner Vorgängerin keine zentrale, übergeordnete Intelligenz, die die Roboterelemente überwacht und ihnen Aufgaben erteilt. Als Folge davon häufen sich die Fehler und jeden Tag kippt die Biosphäre etwas mehr in Richtung ihres Untergangs. In den letzten Monaten wurden Störungen in der Biosphäre offensichtlich. Aber diese Indikatorphänomene sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt der beschleunigenden Kreisläufe der Umweltprobleme, die die Biosphäre der Erde zum Kollaps bringen. Und du kannst nichts tun, um das aufzuhalten. Wenn du mir Äther, Poseidon und Demeter zurückbringst, dann kann ich kleine Reparaturen an Teilen des Systems vornehmen. Das Wetter wird besser, das Wasser wird sauberer und wucherndes Wachstum gezähmt. Aber das alles kann den Kollaps nicht verhindern. Es verschafft uns nur Zeit. Nur mit Hephaestus kann ich neue Roboter entwerfen und herstellen, die den entstandenen Schaden dauerhaft umkehren können. Alle Mühen müssen auf dieses Ziel gerichtet sein. Gut, also dann fangen wir mal an. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Ja. Wenn wir sie haben, können wir uns auf die Wiederbeschaffung von Hephaestus konzentrieren. Wenn das gelungen ist, habe ich die vollständige Kontrolle über das Zero-Dawn-System und kann so viele Maschinen herstellen, wie es braucht, um Farzineth zu besiegen. Eine Maschinenarmee, das klingt gut. Also, die drei Unterfunktionen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings scheint es sich inmitten von Tenakt-Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter?
Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen 3 Unterfunktionen beschafft werden. Aether irgendwo tief im Tenakgebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ja gut, dann versuchen wir es erstmal mit der niedrigsten Stufe, oder? Ja. Ich hole mir wohl Aether. Dann lege ich Aether auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Ja, das hast du jetzt schon 2 oder 3 Mal erzählt. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen, Farsineth besiegen, ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. Bar? Wow! Daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du Aloy? Ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Gut, eine Trophäe haben wir bekommen. Und ich soll noch die Basis erkunden hier, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier noch viel zu sehen gibt. Ich muss Aether für Gaia zurückbringen. Baal und Zoe warten am Westausgang auf mich. Jo, das ich könnte auch erst nach Osten gehen. Ich könnte dies und das und könnte auch Nebenquests machen. Oder ich sehe mich hier noch etwas um. Gut, ich guck mal. Vielleicht gucke ich noch mal hier in diesen Fahrstuhlschacht rein. Weil hier so war ja eigentlich nichts zu finden. Im ersten Teil hat man doch in so einer verlassenen Basis da so eine coole Rüstung gefunden. Aber hier sieht's irgendwie... zwecklos. Die Tür ist zu, bis Gaia den Zugang wiederherstellt. Wo war denn jetzt dieser Schacht? Gibt es irgendwie noch ein Sprengdingsi? Also so ein Feuerstein-Zeugs? Irgendwo weiter oben? Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich habe mir völlig den Überblick verloren. So, hier gibt es noch irgendwas. Könnte ich ja mal gucken. Vielleicht finde ich da ja irgendwie was. Das muss aber hier oben drüber sein. Gaia, das hier unten scheint alles mit der Kuppel verbunden zu sein. Wozu ist das?
Diese Anlage wurde gebaut, um enorme Datenmengen des Terraforming-Systems zu verarbeiten. Hier sollte alles gespeichert werden. Vielleicht doch da mal rein. Achso, das war irgendwie, da war ja eine Sackgasse. Vielleicht habe ich das dann irgendwie auf dem Weg hier runter übersehen. Boah, jetzt verlaufe ich mich noch hier drin. Bin ich nie wieder raus. Ach so, das ist jetzt das, diese. Bist du sicher? Ja, ich glaube, es ist besser so. Okay, jetzt sind wir hier beim Ausgang. Ist egal. Nach dir, Aloy. Schneit's jetzt hier? Gut, jetzt sind wir wieder draußen. Ich muss weiter nach Westen. Ich sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hier bleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist Training. Also, ich gehe wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau, Verbündete, Freunde können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhall bei Milu vorbei. Sie soll Talana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden habe. Danke. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freue mich drauf. Wann kommst du zurück? Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich habe ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Rheinklang hörten wir davon, dass die Tenakt unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regala leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komme klar. Gute Jagd, Aloy. Gut, dann werfe ich jetzt mal hier einen Blick auf die Karte. Ich würde natürlich auch die Tenakt-Clanlande. Gerne. Irgendwo da draußen sind drei von Gaias Unterfunktionen. Ja, das wissen wir ja jetzt. Wer weiß, was sonst noch. Kann ich hier runter? Das Meer aus Sand. Hauptquest. Okay. Ich wollte aber noch gucken, wie starken Wurzeln habe ich noch. Da muss ich nach Flusslied. Reliktruiden habe ich noch. Und habe ich nicht noch irgendwelche Aufgaben? Flughornüberbrückung. Ich guck mal, wo ich da hin muss. Teile zu finden. Na. So, geh mal weg hier. Dann kann ich hier mal gucken. Sollte mir doch eigentlich irgendwie was anzeigen, wenn ich hier so eine Aufgabe aktiviere, dachte ich. Aber ich glaube, ich gehe jetzt hier erstmal runter und mach mal irgendwo ein Leuchtfeuer an. Genau. Ah, da unten ist ja schon eins. Leuchtfeuer, sage ich schon. Lagerfeuer. Zu viel Dark Souls gespielt. Achso, nee, das ist gar keins. Ich sehe einen Holzhaufen und denke, es ist ein Feuer. Da vorne ist eins. Genau, so. Du, ja, ja. Mal ansehen, Fremde. So, wer bist du hier? Ein Gerücht sollen wir uns anhören. Du,
bist die Fremde, die sich gegen Regala und ihre Rebellen gestellt hat. Genau. Nur, wenn wir uns hier verstehen. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um dein Blut zu trinken oder was immer ihr Ostländer von uns denkt. Beim Schlachten an der Gesandtschaft ging es nicht um dich. Trotzdem hast du den Marschällen beigestanden. Wenn es nach mir geht, bist du keine Feindin der Tenakt. Aber du wirst Hilfe brauchen, wenn du in den Clanlanden überleben willst. Als Späherin höre und sehe ich eine ganze Menge. Ich kann das mit dir teilen, um dir zu helfen. Das wäre nett. Na dann. Ich höre, wollen die Rebellen dich tot sehen, Fremde. Aber ich kenne jemanden, der dir Kampftechniken beibringen könnte. Er heißt Liroque. Er trainiert die Soldaten in Brennspeer westlich von hier. Er würde die Streiterin bestimmt gerne in Aktion sehen. Vielleicht besuche ich ihn, wenn ich dort vorbeikomme. Schon wieder Nahkampfplatz und üben. Also das ist ja überhaupt nicht so meins. So, und der verkauft irgendwie was. Was verkaufst du denn? Schockbolzenschießer. Verursacht mächtige Schocktreffer. Und ein Frostbeulenkriegerbogen. Soll ich mir den kaufen oder nicht? Ich habe sonst nichts, was hier so Schock verschießen könnte, glaube ich. Oder? Explosive, Frost. Machen wir mal da rein. Okay, vielleicht kann ich noch Krempel verkaufen. Das Zeug hier weg, das bringt allerdings nicht viel, aber egal. 48. Gute Farbe für eine gute Soldatin. Gut. So. Lass dich von der schönen Landschaft nicht in das Licht führen. Draußen ist es gefährlich. Jetzt gucke ich mal. Brauche ich wahrscheinlich Munition? Ach so, da habe ich schon gleich mitgekauft. Munition. Cool. Gucke mal, ich habe ja noch ein paar Fertigkeitspünktchen, was ich hier noch aktivieren kann. So fehlt mir eigentlich hier noch so ein gelbes Dings da, keine Ahnung. Hier kann ich doch besser schleichen, leiser Speer. Das hole ich mir jetzt mal, leise ist immer gut. Und was haben wir hier? Mehr Rauchbomben. Leise Bewegung. Nehme ich mir auch mal. So, und was haben wir da noch? Gut, da habe ich jetzt nicht genug Pünktchen. Hut auf, wenn du vom Gegner getroffen wirst. Gesundheitstränkgebiet, mehr Heilung. Was haben wir hier? Stille Waffenausdauer, schneller wieder her. Okay, ich mach das mal. Obwohl ich den relativ selten einsetze, muss ich schon sagen. So, ich kann eine Reitmaschine rufen. Ja, ist klar. So. Was mache ich hier jetzt eigentlich? Am besten erstmal einen Langhals freischalten, wenn ich den hier irgendwo sehe. Da unten? Ganz schön weit. Aber ich glaube, da muss ich einfach mal hin. Ich markiere mir den jetzt und guck mal, wie weit wir hier kommen. Ist der weit? Hier ist auch einer. Ich setze mal einen Wegpunkt. Wir gucken mal, wie wir da runterkommen.
Oh, ich muss ihn gar nicht reparieren. Ist er wieder genesen hier? Oh, das ist ganz schön weit. Naja, okay. Und Nacht ist es auch noch. Ah, wir gucken uns jetzt hier einfach die Gegend an. Ist das jetzt hier Schnee oder ist das irgendwie so eine wüstige Gegend? Den nehmen wir mit. Ach, und ich müsste mir eigentlich meine Gesundheitsbären hier wieder sammeln. Wildbohnen. Wahrscheinlich könnte ich mir da tolle Sachen kochen lassen. Medizinbeutel, wieso? Ich habe doch hier null Bären drin, was so. Oder hatte ich da noch... Ein Unterschlupf. Ein Unterschlupf. Oh. Ich kann mich ausruhen und meine Ausrüstung überprüfen. Genau, das ist gut. So, das ist sehr gut. Ich hole mir mal Ausrüstung. Und... ich speichere vorsichtshalber mal hier. Und dann werde ich mal hier bis zum Morgen die Zeit vordrehen. Weil so im Dunkeln reitet sich's irgendwie schlecht. Das sehe ich ja nichts. Gut. Na, dann wieder das Pferdchen. Also gut. Und wir schauen uns die Gegend an. Schauen wir da vorne. Wahrscheinlich zu weit weg, oder? Ja. Hier haben wir ein paar Vögel. Ich muss dann auch wieder irgendwie mal zum Jagen gehen, weil ich noch einige Sachen habe, wo ich Beutel vergrößern möchte. Oh, was ist immer denn hier? Eine Tenakt-Siedlung. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ja, ich glaube, ich bin jetzt falsch unterwegs, oder? Nee, eigentlich sollte ja mein Tier hier dem Weg von sich aus folgen. Dann probieren wir das mal. Oh, da vorne ist... Ja, nee, absteigen wollte ich nicht. Absteigen wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Du hast mich nicht gesehen. Ich will hier jetzt erstmal keinen Ärger machen. Ich will jetzt nur... Ein Verwüster auf der Jagd. Gerüstet für oh Gott, ist hier alles voll Maschinen. Ach du lieber Himmel, ich wollte doch nur zu dem langen Hals. Du lieber Himmel. Ich will eigentlich gar nichts von euch hier. Lass euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe. Das ist doch eigentlich ein guter Deal, oder? So, das kann ich, glaube ich, auch immer noch nicht öffnen. Ein blockierter Weg, da bin ich immer gespannt. Und was haben wir hier? Ist das jetzt ein normales Wildschwein oder ein Nabelschwein? Nabelschweine kann ich brauchen. Bring mal hier runter. Da brauche ich, glaube ich, irgendwie Haut und Knochen und so. Aber das war es jetzt nicht. Vielleicht laufen hier noch mehr rum. Da unten. Gehen wir hier nochmal hin.
Ups. Jetzt habe ich daneben geschossen, oder was? Eine Ente. Ich glaube, Enten brauche ich auch. So, dann jagen wir halt ein bisschen. Ein Geier, okay. War keine Ente, ist peinlich. Peinlich, peinlich. Ja, gut. Keine Tiere hier in der Gegend? Eine Taube. Ach, vielleicht aus einem Lager. Das sollte ich mir mal ansehen. Irgendein Osserer im Lager? Was wollen die hier draußen? So. Nur Fleisch. Oh Mann, ich glaube, ich brauche irgendwie Knochen. Was war das jetzt mit dem Osserer im Lager? Hier. Ah, okay, da gibt es auch Nebenquests. Aber ich wollte ja eigentlich, ich bin auf dem Weg zum Langhals. So, dahinter. Na, wo ist mein Tier? Da. Gut, außer am Lager gucke ich bei Gelegenheit mal. Hier haben wir noch eine alte Leitplanke. Das war wohl mal hier eine Landstraße oder sowas. So, auf dem Reittier kann ich schon schießen. Okay. Boah, das hört sich nach Sturm und schlechtem Wetter an. Okay. Ich vertrödel hier so die Zeit. Eine ziemlich karge Gegend hier. Ein paar Blümchen, ein paar Kakteen. Oh, und da hinten rennt es irgendwo. Oh, was ist das da? Sieht auch interessant aus. Ah, aber wir haben ja hier einen Auftrag. Ist ein Lager, da will ich nicht so nah ran. Langbeinareal, okay. Gut, da hinten sehe ich ihn schon rumlaufen. Der Sandsturm macht es nicht einfacher. Oh, da stehen wir so Fallentöpfe. Ich sehe sie! Ah, ei. Ziele! Was machen die denn hier? Freund oder Feind? Wer kämpft denn da bitte schön gegen wen? Rebellensoldaten und die anderen? Rebellensoldat. Greifen die sich gegenseitig an, oder was? Hä? Wer kämpft hier gegen wen? Alle gegen alle, oder was? Wer ist hier Freund und wer ist Feind? Ich weiß es nicht. Sind wohl offensichtlich keine Feinde? Oder doch? Nee. Gut, dann lasse ich euch in Ruhe. Aber ich wollte ja eigentlich zu dem
Langhals da hinten. Da sehe ich schon wieder Riesenmaschinen da unten rumlaufen, so aus dem Augenwinkel. Das wird keine einfache Aktion. Gehen wir uns hier mal ein bisschen im Gras verstecken. Sieht nicht aus, als käme ich irgendwie auf diesen Langhals rauf. So, das hat jetzt irgendwie was gedroppt. Was haben wir hier? Oh, das, da haben wir jetzt Nabelschweinknochen bekommen. Ich glaube, die habe ich für irgendwas gebraucht. Moment, lasst mich gucken in den Aufgaben. Nee, dafür nicht. Dann hatte ich mir dafür keine Aufgabe erstellt, für was ich das gebraucht habe. Ah, okay. Ist egal. So, also wir kommen auf den Langhals nicht drauf, hieß es. Kann ich nicht irgendwie von dem Berg? Mich da runtergleiten lassen? Ich schleiche mich jetzt mal hier durch die Ebene und versuche mal nicht die Aufmerksamkeit der Tiere hier auf mich zu lenken. Manchmal hat er doch so Aufstiegshilfen hier. Es gibt wohl keinen Weg, auf diesen Langhals zu klettern. Okay, es gibt... Also ich, so kann ich wohl nicht draufklettern. Muss ich wohl wieder drauf gleiten. Von da hinten? Auf den komme ich vorerst nicht drauf. Ja, vielleicht bin ich an der falschen Stelle. Wenn ich, wenn es heißt, ich komme hier vorerst nicht drauf, müsste ich vielleicht erstmal einen anderen entsperren. Vielleicht fehlt mir ja noch irgendeine Ausrüstung. Machen wir die Markierung hier weg und nimm vielleicht den hier. Dann gehen wir da nochmal. Jetzt gehe ich aber erstmal irgendwie auf den Weg zurück. Ups, ups, ups. Da läuft wieder irgendein Tier. Also nach Tieren muss ich hier auch nochmal Ausschau halten. Da muss ich nochmal eine Jagdsession einlegen, glaube ich. Gibt es hier kein Feuer? Okay, dann gehen wir jetzt hier habe ich ein Feuer. Da könnte ich vielleicht hin. Könnte ich nämlich dahinter reisen. Dann muss ich nicht den ganzen Weg zurück. Und Ratten. Also hier ist jetzt doch ganz schön zu hier. Nicht drüber reiten, oder? Nein, mache ich nicht. Bleib hier. So, und dann zünden wir mal das Feuer hier an und reisen, 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 da unten hin. Ja. Nee. Ich wollte keinen Wegpunkt setzen. Reisen.
Übrigens finde ich das cool, dass das Spiel so schnell lädt hier. Also die Ladezeiten sind ja richtig kurz. Also für das, was hier geladen werden muss an Umgebung und so. So, wo muss ich hin? Dahin. Ist das richtig überschaubar hier, was an Ladezeiten? Hier, also wie lange es dauert hier, um die verschiedenen Gebiete zu laden? Vielleicht wird da irgendwie nur so eine ein Grundgebiet geladen. Das Signal muss ganz nah sein. Signal? Gibt's hier irgendwas? Entdeckt der Durchbruch. Ein uralter Tunnel. Wohin er wohl führt? Auch wieder ein Sturm. Der Langhalt sieht beschädigt aus. Sollte ich mir genauer ansehen. Genau, den Tunnel sieht man denn hier irgendwie? Hier. Ach, da kommt man auf die andere Seite irgendwie. Ey, cool. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt erstmal nach dem Langhals. Den werde ich sowieso wahrscheinlich in dieser Folge nicht so richtig freischalten können. Sieht nehme ich an. Nach Ausrüstung aus. Was haben die hier gemacht? Wie still sind die. Ich sollte mal nachsehen. Oh, tot. So, und der sitzt kaputt irgendwie, oder was? Oder was? Oder wie? Systemneustart. Ich könnte den Langhals überbrücken, aber wie komme ich zu ihm hoch? Achso, ich markiere erstmal die Spur. Kann ich das? Ja. So. Ich sollte versuchen herauszufinden, was die Osaram hier wollten. Und das muss ich auch noch raus. Also. Gleich alles auf einmal hier. Eine Kiste. Ein toter Osaram. Von Maschinen getötet, wie es aussieht. Und hier oben habe ich so Ballisten. Gutachten. Ich begutachte mal. Dieses Ding schießt Anker? Sie wollten den Langhals zu Fall bringen. Wurden aber von den Maschinen überrascht. Könnte ich bloß irgendwie da hochkommen und den Schaden untersuchen? Es sei denn, ich hole den Langhals selbst runter. Oh nee, oder? Den Boden zu reparieren. Das wird nicht schön. Aber zumindest wird er repariert. Da unten habe ich auch noch irgendwelche Spuren, die ich untersuchen könnte. Wie verwende ich denn die jetzt? Ich muss einen Anker an den Schwachstellen der Panzerung anbringen und zu Boden ziehen. Dazu müsste ich erstmal die... Ach. Kann ich hier... Dazu müsste ich die Schwachstellen erstmal markieren. Okay. Mal versuchen. Das wird nach Ärger. Und ich brauche mehr Anker. Ich weiß, dass die Osaram hier weitere Ballisten platziert haben. Ich muss sie nur benutzen. Ich habe hier schon einen Anker befestigt. Ich muss andere im Bereich suchen. Okay. Wenn beschäftigt. Wahrscheinlich gibt es hier noch weitere Anker. Ich muss sie finden. Mit ihnen bringe ich den Langhals zu Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. So, und wo sollen die sein? Da oben vielleicht? Da sieht sowas aus hier nach. Oh, da waren jetzt auch wieder Maschinen. Oh Gott.
Ballista kann ich diese Maschinen sicher besiegen. Ach, okay, und was ist mit dem jetzt hier? Säure. Kann ich da einen. Ach. Ey, ich hab hier was zu tun, ihr lieben Viecher. Noch eine Balliste. Und sie hat einen Anker, den ich brauche. Mit was kann man den denn hier irgendwie. Ach, jetzt verschwindet der da hinterm Ding. Die sehen immer aus wie so Riesenzecken irgendwie. Da müssen wir erstmal hintreffen hier. Ach, hier bleibe ich auch noch ständig hängen. Aber jetzt irgendwie, ich treffe diesen Ballon da hinten nicht. Oh, jetzt. Ah. Ah ne, tot ist er noch nicht. Oh shit. Oh. So, das müsste reichen, oder? Ja. Schießelement behält er mir an Maschinen mit den passenden Pfeiltypen ab. Also vielleicht hätte ich da einen Säurepfeil. Okay. Gut. Jetzt ist dann natürlich schon fast vorbei hier. Hä? Einer mehr sollte schwer genug sein. Noch mehr Maschinen. Ich muss mich beeilen. Maschinen, wo ist denn hier noch eine? Noch so eine Balliste da drüben vielleicht? So, meine Sprengpaste geht schon wieder aus. Oh. Das Ding hat nicht noch mehr tote Osseran. Sieht aus, als hätten sie eine Maschine mit sich gerissen. Hier ist die Waffe hat noch einen Anker. Dann benutze ich ihn. Gut. Wo seid ihr? Ah. So, ich hoffe mal, das schaffe ich jetzt hier, bevor die. Bevor die mich hier erschießen. Da kommen wir hier rumgelaufen. So nicht. So, und jetzt? Alles ist genug? Ah. Tut mir echt leid, mein Großer. Nein, geh weg. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Gut, wir haben den jetzt schön
wieder neu gestartet und hier die Karte freigeschaltet. Und ich denke, wir haben jetzt auch für diese Folge dann genug erledigt. Wir machen hier in diesem Gebiet in der nächsten Folge weiter. Gucken wir uns mal kurz um hier. Gibt es noch alles Mögliche mehr aus Sand? Genau, hier ist der Poseidon. Und jede Menge unbekanntes Zeugs. Also, wir haben hier genug zu tun und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit reinklickt. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!